Ciao, Giovanni. Sonntag ist soweit, die Göpfinale steht an. Wie gross ist das Kribbeln schon? Ja, grosse Vorfreude. Es ist ein spannender Wettbewerb mit immer vielen Emotionen, wo du viele Runden musst überstehen musst, wo immer einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, dass man bis ins Finale kommt. Und darum ist der Match eine grosse Herausforderung und vor allem aber auch eine grosse Freude. Ich glaube, dann morgen mit dem Abschlusstraining und dann spätestens am Sonntagmorgen, wenn man sich auf den Weg macht zum Treffpunkt, dann wird die Anspannung steigen, aber im Moment bin ich noch relativ entspannt. Jetzt der Match unter der Woche, das internationale Spiel, war gegen einen Underdog, war jetzt nicht eine brillante Leistung, war ein bisschen hart. Wie sehr hat das einen Einfluss? Was nimmst du damit von diesem Match? Ja, es ist wie erwartet. Ich meine, wenn du zweieinhalb Wochen keinen Kampf hast, machst du eine Woche Pause, die die Spieler, finde ich, auch verdient haben. Und dann eigentlich nur 7-8 Tage trainierst und dann kommt das Spiel. Kann noch nicht alles so laufen, wie es vielleicht gewünscht ist oder vorher war. Dazu gibt es einfach auch zu sagen, dass der Gegner sehr unangenehm war zum Spielen. Sehr aggressiv, sehr robust. Hat uns alles abverlangt. Und ja, das kann ich jetzt im Nachhinein sicher mit einem Lächeln sagen. Es war sicher eine gute Vorbereitung auf Sonntag. Also wir wissen, es wird ein schwieriges Spiel. Basel hat Qualität, aber wir müssen mit viel Intensität auf das Spiel kommen. Ja, wie gesagt, auf alle die zwei Kämpfe wären sehr wichtig und wir müssen mit viel Schnelligkeit spielen, nach vorne und so können wir auf unsere Stärke kommen. Sofort auch irgendwo durch zeigen, dass wir daheim sind, obwohl es nicht das Heimspiel ist, aber wir wollen sofort zeigen, dass wir alles daran setzen, dass wir den grösseren Willen haben. Weil es wird nicht nur entscheidend sein, wer besser Fußball spielt, sondern es gibt sicher auch andere Tugenden, die entscheidend werden sein. Nervenstärke, es geht 90 Minuten nur, es gibt keine Verlängerung, dann geht es ins Penaltyschiessen. Also es wird auch für den Trainer auf der Bank spannend sein, in welchem Moment wechseln wir, wie wechseln wir. Von dem her ein super Match auch zum Zuschauen. Also, wir sind 100% fokussiert. Seit Anfang an, wir wollten den Cup holen und jetzt es bleibt ein Spiel. Es wird sehr schwierig, aber wir werden alles geben und vor allem alles probieren, unsere Stärke wirklich auf das Spiel zu bringen, damit wir gewinnen können. Ja, und der IB wartet schon sehr lange, einerseits auf den Cup-Titel, aber vor allem auf das Double. Ja, 62 Jahre sind es, glaube ich. Wahnsinnszeit und darum ja, werden wir am Sonntag alles da setzen, um wieder auf Null zu schalten, dass es dann wieder von vorne anfängt zu zählen und nicht, dass es 63 oder 64 Jahre werden sein, sondern dass wir wieder auf Null schalten. Und ja, wir sind gut vorbereitet. Wir haben am Mittwoch ein Spiel gehabt, das gut da hat für den Körper, für die Beine, für den Kopf, auch, dass man wieder drin ist im ganzen Rhythmus. Und wir werden am Sonntag sicher bereit sein und alles daran setzen, zu gewinnen. Wie sehr spürt man auch ein bisschen den Druck eben von dieser historischen Last schon fast? Ja, ich weiß nicht, ob der Druck so groß ist. Ich glaube, man hat einfach das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Und das hätten wir auch, wenn wir letztes Jahr das Double geholt hätten, hätten wir das Verlangen, genauso das wieder zu verteidigen. Und genauso das Verlangen ist jetzt da, nach so langer Zeit das Double zu holen. Also von dem her, wie gesagt, geht es um einen Titel, geht es um etwas zu gewinnen. Und das, glaube ich, steht im Vordergrund. Das hat man ein bisschen im Hintergrund. Hat man das, nimmt man das wahr, hört man das, befasst man sich mit dem. Bringt aber kein Prozent mehr Motivation, weil wir sowieso den Anspruch haben, immer 100% motiviert zu sein und alles dafür zu machen und alles in die Waagschale zu werfen. Es wäre eine wunderbare Geschichte, wenn wir das schaffen würden. Vor allem, wenn wir ja auch zwei Legenden haben, die wir am Sonntag verabschiedet. Es wäre schön, wenn sie so gehen könnten, wie sie es verdienen, und zwar mit einem Double in der Hand. Du hast ein bisschen angesprochen, wie sieht das Kader aus? Es hat hier noch verletzte Spieler gehabt. Wie kannst du es im Vollen schöpfen? Ja, die Langzeitverletzten sind leider nicht da, das ist klar, wie Sandro Lauper, Esteban Pitinha, Elia Meschak, aber sonst stehen uns alle zur Verfügung. Der Guillaume Waro hat diese Woche das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, hat sich einen steigern während der Woche. Gestern bin ich sehr zufrieden gewesen, wie er trainiert hat, ist recht an die Grenze gegangen. So wie es aussieht, ist er von der Verletzung her geheilt. Fehlt sicher noch einiges für die Topform, aber das ist auch nicht die Erwartung, dass er in einer Woche gerade in Topform ist. Aber wenn jetzt nichts passiert im Abschlusstraining, sage ich jetzt mal verletzungstechnisch, wird er bei der Partie sein. Also vielleicht noch sein Abschiedsspiel oder sein Einsatz bekommen? Das wird sich zeigen. Ich meine,
Klar haben wir alle ein Wunschszenario im Kopf, sowohl für ihn wie auch für Marco. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sportlichen Komponenten sind oberste Priorität. Und da werde ich als Trainer müssen die sportlichen Entscheidungen treffen, wie ich sie in dem Moment für richtig halte. Klar würde ich mir wünschen, dass der Guillaume Waro in der 92. das entscheidende Goal schießt und wir ihn so verabschieden können.